Muss oder sollte man immer einen Gehaltswunsch angeben, wenn das in der Stellenanzeige steht? Ja. Gut, die nächste Frage ist, ach so, nein, ich sehe gerade, die Frage ging noch weiter. Es lässt sich immer schwer einschätzen, wie viel man angeben soll. Oh ja. Ich bin in einer Bank und verdiene außertariflich. Alles, was nicht Bank ist, zahlt gegebenenfalls nur die Hälfte. Ja, und da fängt das Problem tatsächlich auch erst an. Denn Gehalt ist tatsächlich was unglaublich Kompliziertes. Das Gehalt hängt unter anderem davon ab, was für einen Beruf du hast, was für eine Qualifikation du in diesem Beruf ganz genau hast, wie viel Erfahrung aus der Praxis du schon mitbringst und welche Erfahrung genau, in welcher Branche du arbeiten willst und bisher gearbeitet hast, wie groß die Firma ist, bei der du dich bewirbst, in welchem Bundesland die sitzt und wo genau innerhalb dieses Bundeslandes die Firma sitzt, ob sie an einen Tarif gebunden ist oder nicht oder sich freiwillig irgendwie an Tarife hält, wie die Wirtschaftslage in der Branche und der Region gerade ist und nicht zuletzt von der Laune des Chefs. Denn es ist nicht selten, dass in einer Firma schlecht bezahlt wird und der Chef fährt mit dem neuen Mercedes vor. Also Gehälter sind wirklich unglaublich kompliziert. Und deswegen muss ich leider immer wieder sagen, kein Mensch kennt das richtige Gehalt. Das geht wirklich allen so. Okay, das stimmt nicht ganz. Fast kein Mensch kennt das richtige Gehalt. Die einzigen, die die Gehälter kennen, sind wirklich die Personalvermittler. Denn die unterschreiben am Ende die Verträge mit oder die kriegen die unterschriebenen Verträge vielmehr, weil sich daraus ja ihre Provision berechnet. Das heißt, Personalvermittler haben immer einen sehr guten Überblick, was in einer bestimmten Region, in einem bestimmten Beruf zurzeit so in etwa bezahlt wird. Allen anderen bleiben leider nur so Krücken übrig. Und für dich nochmal der Hinweis, im Modul 3, Lektion 4, findest du immerhin diese Tipps, diese generellen Tipps, wie du an das Thema rangehen kannst und auch nochmal, warum es wichtig ist, ein Gehalt anzugeben, auch wenn das echt schwierig ist. Aber wenn das ein kleiner Trost wenigstens sein kann, da sind wirklich alle im selben Boot, das geht allen so.